Also Julian und Hannah sind ja schon los zur Schule, aber Emma ist immer noch nicht aufgestanden. Emma? Emmalein, willst du gar nicht zur Kita? Hey, steh auf, kleine Maus. Oh, Mama, ich bin doch total müde und ich möchte eigentlich noch liegen bleiben. Ich will lieber aufstehen, wenn ich das will, nicht wenn du das sagst. Ach herrje, na gut, ich mache erstmal einen Kakao für dich und dann wirst du auch schon alleine aufstehen, hoffe ich zumindest. Hab ich da gerade Kakao gehört? Einen Kakao? Ich will lieber eine ganze Kanne. Oh Mann, das Laufen fällt mir ganz schön schwer. Einen Fuß vor den anderen, ich falle gleich um. Mann, bin ich müde. Mann, das ist doch eine echte Idee. Die paar Meter kann ich auch mit dem Skateboard fahren. Julian ist ja schon weg. Merkt er gar nicht. So, jetzt nur noch die Treppe runter. Was hast du denn vor? Stopp, nicht mit dem Skateboard die Treppe runter. Oh Mann, Mama, du stellst echt Ansprüche. Erst soll ich aufstehen, jetzt kann ich doch nicht mal mit dem Skateboard die Treppe runterfahren, Mann. Also du bist ganz schön waghalsig heute drauf, Emma. Trink doch erstmal deinen Kakao, dann bist du bestimmt noch ein bisschen wacher als jetzt. Mama, ich hab doch extra gesagt, ich will eine ganze Kanne Kakao. Warum habe ich nur eine Tasse? Das ist viel zu wenig. Emma, also wenn du jeden Morgen eine ganze Kanne Kakao trinkst, ich glaube, dann bist du bald kugelrund. Und außerdem, du musst in die Kita, wir haben nicht so viel Zeit. In die Kita? Das wird gar kein Problem. Ich fahre einfach mit dem Roller dahin. Wo ist er eigentlich? Oh, jetzt möchtest du auch noch mit dem Roller fahren. Emma, dann sind wir noch nicht mal morgen in der Kita. Das dauert viel zu lange. Ich glaube, der ist in der Garage. Okay, dann fahren wir eben mit dem Roller. Aber schön vorsichtig. Wir müssen los. Mama, du musst doch nicht mitkommen. Ich meine, ich mach das mit dem Roller alleine. Das kriegen wir schon hin. Stimmt's, Roller? Also alleine fahren mit dem Roller, das war mir doch etwas zu unsicher. Ich begleite dich damit. Und jetzt sind wir auch schon da. Emma, da bist du ja. Wir dachten schon, du wärst krank. Also ich hoffe, dass ihre Laune in der Kita hier ein bisschen besser wird. Naja, den Roller nehme ich erstmal mit, nicht, dass sie hier noch einen Unfall damit baut. Ich bin doch nicht krank, hallo? Ich bin quietschfidel, total gesund. Ich habe aber ein bisschen länger geschlafen. Ich bin müde. Ist das eine Krankheit? Also das kann ja was werden. Emma ist ein bisschen aufgedreht. Viel Spaß, Brigitte. Das wird schon werden. Tschüss, Frau Vogel. Leute, findet ihr es nicht auch seltsam, dass die Erwachsenen immer so viel bestimmen dürfen und wir Kinder eigentlich gar nichts? Ich meine, wenn ich erwachsen bin, dann trinke ich so viel Kakao, wie ich will. Dann baue ich mir einen Kakaobrunnen. Ich habe auch schon Pläne, was ich mache, wenn ich erwachsen bin. Ich werde mein eigenes Modegeschäft haben. Isabel Schnösitz Modeboutique. Dort gibt es wunderschöne Kleider zu kaufen. Und ich werde auch Umstylings anbieten, also komplett neue Frisuren. Ich werde meine Kunden und Kundinnen schminken, alles was sie wollen. Hallo, bin ich hier richtig? Ich würde gerne Umstyling machen. Isabel Schnösel, oder? Habe ich mich hier jetzt verlaufen? Nein, Sie sind ganz richtig. Herzlich willkommen in meiner Modeboutique. Kommen Sie gerne rein. Machen Sie einfach, was Sie wollen. Ich vertraue Ihnen da voll und ganz. Sie machen das schon. Ach, ich sehe auch schon. Ja, ich habe schon Ideen. Nehmen Sie gerne hier auf dem Stuhl Platz. Ich werde Ihnen ein wunderschönes Kleid raussuchen. Ich denke, dieses gelbe Kleid könnte Ihnen gut stehen. Oh, und die Turnschuhe? Nein, ich habe da eine andere Idee. Wow, passt super, wie angegossen. Naja, und den Fahrradhelm sollten Sie jetzt vielleicht auch mal abnehmen. Noch ein bisschen Wimperntusche? Sehr schön. Und Ihre Haare werde ich Ihnen auch noch umstylen. Ach, ich habe so tolle Ideen. Und simsalabim, Sie sind fertig. Schauen Sie sich gerne im Spiegel an. Wow, ich erkenne mich selbst kaum wieder. Sie haben wirklich tolle Arbeit geleistet, Frau Schnösel. Vielen, vielen Dank. Ich fühle mich wirklich wie ein neuer Mensch. Ja, ich kann mich gar nicht an mein neues Ich gewöhnen. Ach, das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Das macht dann 399 Euro. Also das ist es mir auf jeden Fall wert. Den 1 Euro können Sie noch behalten als Trinkgeld. Kommen Sie gerne bald wieder. Oh, da kommt ja noch jemand. Ach, das ist ja meine Cousine. Cousinchen, deine Modeboutique ist einfach so schön. Ich würde mich total gerne nochmal von dir umstylen lassen. Emma, ich habe ganz tolle Ideen für dich. Ich habe, glaube ich, auch eine tolle neue Haarfarbe für dich und ein tolles neues Kleid. Als erstes ziehst du mal dieses Kleid an. Ich glaube, das wird dir richtig gut Meinst stehen. Meinst du wirklich? Ja. Oh, super. Und jetzt sind die Haare an der Reihe. Wow, blaue Haare, die finde ich richtig klasse. Oh, die stehen dir so gut und mit der roten Blume im Haar. Du bist wunderschön. Also, diese roten Haare konnte ich auch irgendwie noch nie richtig leiden. Blau steht dir einfach besser. Was? Stopp. Ich würde niemals in eine Modeboutique gehen und außerdem blaue Haare. Nein, auf gar keinen Fall. Oh, warum denn, Emma? Ich würde dich richtig toll umstylen. Ich will aber nicht von dir umgestylt werden, Isabel. Versteh das doch endlich. Isabel, ich finde, das klingt ganz toll. Ich würde vielleicht mal vorbeischauen in deiner Modeboutique. Aber blaue Haare will ich auch nicht haben. Emma, wenn du die Idee mit meiner Modeboutique so blöd findest, dann sag doch, was du später mal machen möchtest. Also ich weiß schon ganz genau, was ich später mal machen will. Auf jeden Fall nicht sowas wie Isabel. Also da bin ich wirklich mal gespannt. Erzähl schon. Es ist einfach so herrlich hier im Bällebad. Oh, Wahnsinn. Hier könnte ich immer schlafen. Ach ja, hier kommen ja gleich die Kinder in die Kita. Da muss ich mich erstmal noch ein bisschen frisch machen. Und wie jeden Morgen mache ich mir erstmal eine schöne Tasse Kakao. Das hast du dir verdient, Emma. Habe ich gesagt, eine Tasse? Ich meine natürlich eine Kanne, beziehungsweise zwei. Ich kann so viel Kakao trinken, wie ich will. Ich bin schließlich erwachsen. Oh, guten Morgen, Emma. Können wir auch was von dem Kakao haben? Oh, lecker. Ich möchte auch eine Tasse Kakao.
Tut mir leid, Kinder, aber das ist leider mein Kakao und ich teile nicht gerne, das wisst ihr ganz genau. Ach, schade. Dürfen wir dann vielleicht mit ins Bällebad kommen? Kinder, ich bin gerade erst aufgestanden. Ich trinke gerade meinen ersten Kakao. Ich muss erstmal ein bisschen entspannen. Heißt das, wir dürfen nicht ins Bällebad reinkommen? Selbstverständlich nicht. Ich bin hier die Bestimmerin und das Bällebad ist nur für mich. Naja, Emma, das klingt ja nicht so toll. Und ganz ehrlich, wie willst du denn Geld verdienen? Also, nur in der Kita zu wohnen, damit wirst du nicht erfolgreich, Emma. Na und? Bei dir geht's immer nur ums Geld. Wo bleibt der Spaß? Und außerdem, warte mal ab, es geht noch weiter. Hallo, gibt es hier diesen Welt- oder stadtbekannten leckeren Kakao? Ich hätte gerne eine Tasse. Naja, selbstverständlich doch. Besseren Kakao finden Sie nirgends. 5 Euro dann mal, bitte. Oh, für uns bitte auch Kakao. Ja, ich hätte gerne einen To-Go. Der soll ja so lecker sein. Das erzählt man sich in der ganzen Stadt. Da haben Sie vollkommen recht. Ich bin berühmt für meinen Kakao. Wirklich, der ist erstklassig. Oh, hallo Emma, also ich hätte gerne eine große Portion Kakao. Ich liebe deinen Kakao, du bist die beste Kakaoköchin, die ich kenne. Bitte was? Nein Emma, also ich würde mir nie bei dir Kakao kaufen. Also der ist total ungesund und der schmeckt bestimmt auch nicht. Und ich würde mir im Leben niemals blaue Haare von dir machen lassen, was fällt dir ein? Ich würde doch nicht an so ein Fenster kommen und mir da Kakao bei dir kaufen. Natürlich Nein. würdest du das. Du bist eine totale Angeberin mit deiner Schickimicki-Mode-Boutique und so. Und du wirst später noch hier in der Kita leben. Das ist Na doch auch nicht normal. Hey, Emma, Isabel, beruhigt euch doch. Kinder, beruhigt euch doch. Jeder kann das machen, was er später werden will. Ich meine, da sind doch keine Grenzen gesetzt. Wobei, ich wage ein bisschen zu bezweifeln, dass Emma hier in der Kita wohnen bleiben kann. Das glaube ich nicht. Ich werde auf jeden Fall ein erfolgreiches Mode-Imperium haben. Ja, und ich werde ein Kakao-Imperium haben. Einen riesigen Kakao-Wasser, also Kakao-Fall und einen Kakao-Brunnen und alles. Die ganze Welt, Kakao-Welt gehört mir. Kannst du gar nichts dran ändern. Na gut, ihr beiden, aber das hat wirklich noch eine Weile Zeit. Ich meine, ihr seid noch so klein. Genießt die Zeit hier in der Kita. Erwachsen werden könnt ihr dann immer noch. Oh Mann, bei Isabel, da ist immer alles ein bisschen anders als bei mir. Ich meine, diese ganze Familie Schnösel, die ist so anders als Familie Vogel. Aber mir egal, ich mach das, was ich will.